Ich möchte etwas sagen, nicht, dass mich jemand falsch versteht. Niemand ist dazu verpflichtet, bis zur letzten Sekunde zu essen oder zu trinken. Weil ich habe eben gesagt, ein Befehl nach einem Verbot ist als Erlaubnis gemeint. Okay? Als Erlaubnis, nicht Befehl. Du musst jetzt essen. Es gibt keinen, der sagt, wenn du kein Suhoor gemacht hast, ist dein Fastenbatil. Zum Beispiel, dir ist schlecht gewesen, du bist nachts ins Bett gegangen, um dich schlafen zu legen, ja, als Beispiel, hast die Nia zu fasten am nächsten Tag, aber stehst erst halbe Stunde nach dem Fajr-Gebet auf, absichtlich. Selbst absichtlich, gar kein Problem. Dein Fasten ist gültig. Suhoor ist keine Bedingung für die Gültigkeit des Fastens. Ja, Dakir al-Ashab.